herzlich willkommen zur Abendandacht um 18 Uhr, wie an jedem Tag seit bestimmt schon 14 Tagen. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr mit Andacht haltet. Heute ist ein besonderer Tag, nicht irgendein Tag, sondern Karsamstag. Und deswegen erscheint auch meine Christus-Ikone heute in anderem Licht. Deswegen sind die Lieder heute auch ein bisschen anders. Und die Texte ebenso. Herzlich willkommen. Ich wünsche uns eine gesegnete Andacht. Genau in diesem Augenblick läuten auch die Glocken um 18 Uhr. Und die Glocken rufen uns zum Gebet. Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Amen. Und auch heute zünden wir Kerzen an, beziehungsweise ich zünde heute nur eine Kerze an, eine Kerze hier vor meinem Kreuz. Ihr seid eingeladen, das auch zu tun. Ihr seid auch eingeladen, die Kerze vielleicht ins Fenster zu stellen. Oder ihr habt vielleicht auch ein Kreuz, wo ihr die drunter stellen könnt. Schauen, ob es jetzt geht. Es ist nur eine kleine Flamme. Aber das passt ja auch zum Karsamstag. Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind versammelt in verschiedenen Wohnungen und Häusern, zur gleichen Zeit, im Glauben. Wir feiern in Gottes Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten. Gott, ich bin hier und du bist hier. Ich bete zu dir und weiß, ich bin verbunden mit dir, mit anderen, die zu dir beten, genau jetzt und genau so. Ich bin hier. Und du bist hier, das genügt. Ich bringe dir alles, was ist. Höre auf unser Gebet. Ich lade euch ein, mit mir zu singen, Bleibet hier. Tesedit im Tesi-Heft Nummer 3. Bleibet hier. Und wache mit mir, wache und bete, wache und bete. Bleibe hier und wache mit mir, wache und bete.
Wir beten heute am Karsamstag mit Worten aus Psalm 88. Herr Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen. Neige deine Ohren zu meinem Schreien. Denn meine Seele ist übervoll an Leiden und mein Leben ist nahe dem Totenreich. Ich bin denen gleich geachtet, die in die Grube fahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten verlassen, wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen, derer du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand geschieden sind. Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis und in die Tiefe. Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? Wird man im Grabe erzählen deine Güte und deine Treue bei den Toten? Werden denn deine Wunder in der Finsternis erkannt oder deine Gerechtigkeit im Lande des Vergessens? Amen. Und heute habe ich euch eine Meditation von Osterhuis mitgebracht, die für die Kartage gedacht ist. Und sie heißt Der Weg eines Menschen. Menschenkind, geboren, aufgewachsen, geschaffen, um ein Bild zu sein von ihm, der liebt und Liebe ist, der war und ist und sein wird, Herr der Welt, all seiner Brüder und Hüter. Hat er nicht Macht begehrt, kein Ansehen wie ein Gott und hat sich dieser Weltgestalt nicht unterworfen? Hat nicht raubsüchtig für sich selbst gelebt, sondern was ihm gehörte, abgelegt, sich ausgekleidet, sich weggegeben und ist den Weg gegangen, der an den Rand des Abgrunds führt, in die Finsternis hinein und ist nicht umgekehrt auf halbem Weg, sondern den ganzen Weg gegangen. Ist auf dem Sklavenmarkt gelandet, um als der geringste Mensch um einen Spottpreis verkauft zu werden, und wurde so einer von denen, die Menschen unwürdig sind, wurde alle Menschen, die verschachert werden, wurde niemand mit denen, die niemand sind, wurde ein Aussätziger, und die ihn sehen, wenden sich von ihm ab. Er zog das Leiden an und trug es wie ein Lamm und ließ sich schlagen für andere und ließ sich überhäufen mit Last und Schande, damit viele freikommen sollten. Und wurde abgeschlachtet und stand stumm vor seinen Henkern und wurde hingerichtet wie ein Sklave. So ist er Mensch geworden, ein Gerechter. Und dies wurde sein Name, Sklave, Jesus, Menschenkind. Bild und Gleichnis des Herrn, der lebt und Liebe ist, ihm ebenbürtig. Dass jetzt, wer ihn anschaut, sein Herz beuge und erkenne, dass im ganzen Himmel und auf Erden niemand den Namen Mensch verdient als er. Dass jeder, der sein Leben gibt, für alle diesen Namen empfangen und leben wird wie er. Ihn nennen wir Freund Gott, der Erste und der Letzte. Ihn sollt ihr nennen unser lieber Herr. Ich lade euch ein, mit mir ein weiteres Tesee-Lied zu singen. Normalerweise hätten wir heute ja auch Osternacht gefeiert mit Tesee-Musik und Feuer, Lagerfeuer und Osterfeuer und Chor. Aber Tesee-Lieder können wir trotzdem singen, auch wenn wir nicht Osternacht groß feiern können. Also Nummer 30, wir singen gemeinsam Immanus Tuas Pater.
Und wir beten. Unser Abendgebet steige auf zu dir, Gott, und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Und lass, wenn des Tages Schein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Wir denken an diesen Tag, was schwer war und was leicht, was wir geschafft haben und was unvollendet blieb. Wir denken an unsere Unsicherheit, an unsere Hoffnung. Wir denken an unsere Lieben und an die, um die wir uns sorgen. Du siehst unser Herz, du bist uns nah. Was uns bewegt, das bringen wir in der Stille vor dich. Wir beten mit den Worten, die Jesus seine Jüngerinnen und Jünger gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und auch dieses Abendgebet ist von Hoffnung und Zuversicht getragen. Und deswegen singen wir zum Schluss meine Hoffnung und meine Freude. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Leben, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Meine Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht.
Ich bitte für uns und alle, die uns am Herzen liegen, um Gottes Segen. Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse ihr Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen. Oh, ihr Lieben, das war unsere Abendandacht am Karsamstag. Ich wünsche euch einen guten, stillen Samstag und freue mich auf morgen, ihr euch wahrscheinlich auch. Und ihr könnt ab 10 Uhr morgen unseren Ostersonntagsgottesdienst auf YouTube bestaunen. Ich hoffe, ihr habt es geschafft, euch dafür einen Osterbrief vom Zaun zu pflücken und könnt dann an der Überraschung teilhaben. Aber ihr könnt natürlich auch einfach so mitschauen und das genießen. Also ich wünsche euch einen schönen Abend, bleibt gesund und behütet. Liebe Grüße in die Runde an alle, die jetzt zugeschaut haben und später noch zuschauen werden. Also, tschüss.